بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir wollten heute mit dem Kitab al-Raja und al-Khawf beginnen, das heißt die Hoffnung und die Furcht. Ich hatte im letzten Dars noch kurz erwähnt, also das ist der Eingang dieses Kapitels, dass die Ulama die Furcht und die Hoffnung vergleichen wie zwei Flügel. Zwei Flügel, mit denen sich der Diener Allahs, der Abd, auf dem Weg des Islams oder den Maqamat der Ubudiyya, die Maqamat der Ubudiyya, die verschiedenen Stufen der Ubudiyya bewegt, zu ihnen hinfliegt. Hier stellen sich natürlich einige Fragen. Was ist die Hoffnung? Wann redet man von Hoffnung und wann redet man von Traumvorstellungen? Denn in Bezug auf die Hoffnung werden zwei Begriffe in den Texten der Scharia verwendet. Einmal das Wort Al-Raja, was wir hier erwähnt haben. Und einmal das Wort Al-Tamanni oder Al-Amani. Al-Amani, Al-Tamanni wird meistens im Deutschen beide Begriffe, also Al-Raja und Al-Tamanni, werden beide als Hoffnung übersetzt. Aber es gibt einen Unterschied. Die Hoffnung ist etwas Lobenswertiges, etwas Lobenswürdiges in den Texten des Korans. Wobei von dem At-Tamanni immer nur im negativen Sinne gesprochen wird. Bevor er aber diese Thematik anpackt, erklärt er, dass es in der Charakterlehre zwei Zustände gibt. In der Charakterlehre unterscheiden die Ahlul Ilm, auch wenn diese Einteilungen ursprünglich oder meistens von den Sufis verwendet werden, diese Einteilung, aber die Ulama der Ahlus Sunnah haben das auch übernommen, da an dieser Sache an sich selbst nichts Schlimmes oder nichts Falsches dran ist. Genau wie die Einteilung des Hadith in Mutawatir und Ahad. Diese Einteilung kommt eigentlich von den Ahlul Kalam. Sie haben diese Einteilung gemacht. Aber die Einteilung selbst ist nicht das Problem. Die Einteilung entspricht ja einfach der Realität, ne? Es gibt Texte, die haben unzählige Überlieferungswege, die nennen wir Mutawatir. Und dann gibt es Texte, die haben abzählbare Überlieferungswege, ob das nun drei sind oder vier oder fünf, die nennen wir Ahad. Tayyib, ist was falsch an dieser Einteilung? Das entspricht einfach dem, das ist Fakt. Es ist einfach so. Und dann hat man halt das, diese zwei Gruppen, man hat ihnen Namen gegeben. Da ist nichts Falsches dran, das ist einfach die Realität. Aber problematisch wird es, wenn man diese Einteilung nutzt, um beispielsweise die Ahad aus der Aqidah rauszuschließen. Dann wird es problematisch. Und genauso hier, diese Begriffe Hal und Maqam benutzt auch Ibn al-Qayyim in seinem Buch Madarij al-Salikin. Deswegen meinten einige Zeitgenossen, ein ägyptischer Zeitgenosse, ein bekannter Mann, er meinte, man solle sich vor dem Buch Madarij al-Salikin von Ibn al-Qayyim hüten, auf der Hut sein, weil das sufistisch ist. Nur wegen solchen Begriffen. Die Leute verstehen nicht, dass das Problem nicht in Begriffen liegt. Das Problem liegt daran, was man damit bezweckt, wie man sie anwendet. Also jedenfalls in der Charakterlehre, das spricht hier auch der Verfasser dieses Buches an, er sagt, man unterscheidet zwischen zwei Charakterzügen. Zwei Charakterzüge. Ich nenne jetzt mal die Furcht und die Hoffnung auch Charakterzüge. Und ihr wisst warum, das will ich nicht nochmal erklären. Es gibt die andauernden Charakterzüge, andauernde Charakterelemente, das heißt, sie sind ständig da, kontinuierlich sind die da und diese nennt man Maqam, Maqamat. Und dann gibt es Charaktereigenschaften im Menschen, die nennt man Hal. Hal, das ist eigentlich der Zustand. Das sind die vorübergehenden Charakterzüge des Menschen. Also das heißt, sie kommen mal in ihm und dann verschwinden sie wieder. Und das ist natürlich abhängig, das hat mit Training zu tun. Die Charakterlehre basiert, also die Veränderung des Charakters basiert auf einen großen Teil auf
das, was die Riyada nennen, oder Tarwid al-Nafs, Zähmung und Züchtigung oder Training des, der Nafs. Wenn wir zum Beispiel von diesen zwei Eigenschaften hier sprechen, Al-Khawf und Raja, bei manchen kann das Maqamat sein. Maqamat, das heißt, wie gesagt, kontinuierliche Eigenschaften in ihm. Manche Menschen schaffen es aber nur zum Hal. Das heißt, das ist, manchmal ist es bei ihm da und manchmal verschwindet es wieder. Manchmal kommt es und geht wieder. Das nennt man dann Hal. Wenn man die Wörter Al-Raja und Al-Khawf hört, Hoffnung und Furcht, dann weiß man, dass es hier um Dinge geht, die der Mensch sich wünscht, oder um Dinge, vor denen der Mensch sich in Acht nimmt und fürchtet. Richtig? Hoffnung. Hoffnung trifft auf Dinge zu, die du dir erwünschst, ersehnst. Furcht, Dinge, vor denen du dich in Acht nimmst und vor denen du flüchtest. Sämtliche Dinge, die du dir erwünschst und ersehnst oder vor denen du flüchtest, kann man in drei Kategorien einteilen. Ängste und Hoffnungen, die gerade präsent sind. Jetzt, im Jetzt sind sie da. Das Wahrnehmen dieser Ängste und Hoffnungen nennt man, sie nennen das so, also die Leute in diesem Bereich schreiben, sie nennen das Idrak oder Wujud oder Dauk. Ängste und Hoffnungen, die bereits vergangen sind. Also die hast du schon hinter dir, das nennt man Dhikra, der Dhikr, Erinnerungen, das sind nur noch Erinnerungen. Und dann gibt es, das jetzt besonders in Bezug auf die Hoffnungen, erwartete Dinge, Dinge, die du noch erwartest, die noch nicht stattgefunden haben, aber du sehnst dich danach, du hast Hoffnungen darauf, du siehst es kommen. Das nennt man dann Raja. Na, daher sagt er, er definiert hier die Hoffnung. Er sagt, Ar-Raja huwa irtiyahun lintidari ma huwa mahbub. Also, Hoffnung, Ar-Raja, ist Erleichterung. Erleichterung, die man bei der Hoffnung auf etwas Ersehntes fühlt. Erleichterung im Herzen, die man bei der Hoffnung auf etwas Ersehntes fühlt. Das ist Ar-Raja. Jetzt kommt er aber zu einem ganz interessanten Punkt, und zwar fügt er gewisse Bedingungen hinzu, um Hoffnungen von Traumvorstellungen zu trennen. Hoffnungen, nützliche Hoffnungen von Täuschung zu trennen. Ich übersetze mal das Wort Umniya oder Amani als Täuschung. Er sagt, dieses Erhoffte muss aber irgendwie möglich sein, Nummer eins. Es muss etwas Mögliches sein. Nummer zwei, man muss irgendwelche Mittel benutzt haben, oder Mittel ja in die Gänge gesetzt haben, um das Erhoffte zu erlangen. Wenn das nicht der Fall ist, redet man nicht mehr von Hoffnung, sondern von Täuschung. Wie jemand, ich gebe euch ein Beispiel dafür. Jemand hat ein Saatfeld, okay? Und das Saatgut legt er in die Erde und bewässert das mit Wasser, kümmert sich um die Pflege der Erde. Und was erhofft er sich jetzt dabei? Er hofft sich dabei, etwas zu ernten, richtig? Hier kann man von Hoffnung sprechen. Er hat nämlich alles in die Wege geleitet und wartet jetzt nur noch auf das, was nicht mehr in seinen Händen ist. Das nennt man Hoffnung. Jemand hat Erde, er hat auch das Saatgut, er hat es in die Erde gelegt und hat es danach gelassen, sich nicht mehr darum gekümmert, nicht bewässert, die Erde nicht gepflegt und wartet einfach und hofft auf Ernte. Nennt man das Raja? Das ist kein Raja mehr, das nennt man Umniya oder Amani. Das sind Täuschungen, Wunschvorstellungen. Und das ist nicht lobenswert. Die Amani werden im Koran immer nur im negativen Sinne erwähnt. Auch im Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in dem Hadith, Al-Kayyisu man dana nafsa.
الكيس من دان نفسه واستعد لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. Clever oder klug und scharfsinnig ist der, der sich selbst in den Griff bekommt. Dana nafsahu mit dem Wort, ich habe jetzt das Wort nafs mit selbst übersetzt. Damit ist aber einfach gemeint die Gesamtheit des Menschen. Seinen Körper und seinen Geist in den Griff kriegen. Also, dass du ihn, dass die Leine in deinen Händen ist. Du bewegst und steuerst deine Seele, deinen Geist. Nicht die Triebe, nicht andere Menschen, derartiges. Al-Mu'minu, Al-Kayisu man dana nafsahu, wa'amila lima ba'da al-Maut. Also der Clevere, der Scharfsinnige ist der, der sich selbst im Griff hat und sich auf das, was nach dem Tod kommt, vorbereitet. Das ist der Al-Kayis. Dann kommt der zweite Teil. Al-Ajiz ist der Unfähige. Al-Ajiz ist der Unfähige, der nichts nutzt. Wer ist das? Er sagte, man atba'a nafsahu hawa, wer sein selbst den Gelüsten und Trieben hinterherlaufen lässt, also ihm freien Weg gibt, wa tamanna 'ala Allah al-amani und sich bei Allah Hoffnungen macht. Ich habe das jetzt übersetzt als Hoffnung. Aber ihr habt schon gehört, da kommt das Wort tamanna. Das ist eigentlich nicht die Hoffnung, nicht die lobenswerte Hoffnung. Na, ebenfalls ein weiterer Punkt, den man hinzufügen muss, das Wort Hoffnung wird nur für Dinge verwendet, bei denen eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie nicht stattfinden. Also es besteht eine Wahrscheinlichkeit, es kann sein, kann nicht sein. Beispiel, du sagst nicht für den Sonnenaufgang, ich hoffe, dass die Sonne aufgeht. Oder ich hoffe, dass die Sonne untergeht. Das sind nämlich Qat'iyat. Das sind unbedingt Dinge, die unbedingt stattfinden werden, ob du es willst oder nicht. Daher wird das Wort Hoffnung für so etwas auch nicht verwendet. Er sagt dann hier etwas ganz Interessantes. Er sagt, die Menschen mit Erkenntnis, die Menschen, die Erkenntnis haben, sie erkennen die Dunya wie ein Saatfeld. Für sie ist die Dunya, sie erkennen die Dunya als ein Saatfeld. Und das Herz ist der Boden in diesem Saatfeld. Das Herz ist der Boden dieses Saatfeldes und der Iman ist wie das Saatgut, das man in diesen Boden setzt. Die Gehorsamstaten, die Ta'at, die Handlungen des Gehorsams, sie sind wie die Bewässerung. Habt ihr das verstanden, dieses Beispiel? Wir haben ein Saatfeld und der Boden in diesem Saatfeld ist das Herz. Das Saatgut ist der Iman, den du in dieses Herz legst. Saatgut wächst nicht von selbst. Es gedeiht nicht von selbst. Da muss noch was hinzukommen. Die Erde muss gepflügt werden, richtig? Bevor man das reinmacht. Sie muss gepflegt werden, sie muss ständig bewässert werden. Diese Pflege und die Bewässerung, das sind dann die Taten, die Handlungen, die Ta'at. Und er sagt, und sie erkennen auch, oder sie haben die Erkenntnis gewonnen, dass ein Herz, das überwältigt wird von den Glücksgütern dieser Welt oder von der Dunya, das ist wie ein Salzsumpf, Sabiha. Im Salzsumpf kann nichts wachsen. Richtig? Er sagt, dieses Herz ist wie ein Salzsumpf, in dem keine Saat wachsen kann. Du kannst darin so viel Saatgut, wie du möchtest, reinlegen in diese Erde, aber da wird nichts rauskommen. Und der Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah, ist der Tag der Ernte, an dem jeder ernten wird, was er gesät hat. Ihr kennt dieses Sprichwort im Deutschen bestimmt, ne? Oder? Man erntet nur, was man sät. Er sagt also, der Tag der Auferstehung ist der Tag der Ernte und man wird nur ernten,
was man gesät hat. Und kein Saatgut wird wachsen, außer das Saatgut des Iman, also wachsen am Tag der Auferstehung. Hier kommt aber der interessante Punkt dann, da das Ganze ja mit der Charakterlehre zu tun hat, Ilmus-Suluk, darum handelt das Buch ja, Ilmus-Suluk, die Charakterlehre. Er sagt, das ist ein wirklich interessanter Satz hier, er sagt, وَقَلَّ أَنْ يَنْفَعَ إِيمَانٍ مَعَ خُبْثِ الْقَلْبِ وَسُوءِ أَخْلَاقِ. Und es ist nur sehr selten der Fall, dass der Iman von Nutzen ist, wenn das Herz verdorben ist und die Charaktere des Menschen verschmutzt sind. Die zwei Sachen, beides hat eigentlich, ist zusammenhängend. Wenn das Herz verdorben ist und die Charaktere verschmutzt sind. Warum ist das der Fall? Er erklärt das in ein paar Sätze weiter. Er sagt, die schlechten Charaktere des Menschen sind wie Unkraut, das auf dem Feld oder auf dem Saatfeld wächst. Unkraut oder Ungeziefer. Du kannst da pflanzen und da wächst auch wirklich was raus, aber dieses Ungeziefer ruiniert es wieder. Das Unkraut ruiniert es wieder. Das heißt, es reicht nicht nur zu bewässern und zu pflanzen. Die Pflege beinhaltet es, Ausschau zu halten nach dem Unkraut, nach dem Ungeziefer und das auch regelmäßig zu beseitigen. In Folge sagt er dann, der Diener sollte seine Hoffnungen auf die Vergebung Allah Ta'alas vergleichen mit der Hoffnung des Bauern, der sein Feld sät und auf Ernte hofft. Jeder, der nach guter Erde strebt oder gute Erde beschafft, sich guten Boden beschafft und darin dann gute Saatgut einlegt, Saatgut, die in Ordnung ist, die weder verschimmelt ist noch vergammelt. Die Saatgut, haben wir gesagt, ist was? Im Vergleich zu dem Menschen? Der Iman. Was meint er damit, dass die Saatgut gut ist? Dass der Iman die Einstellung des Menschen, dass seine Auffassungen hinsichtlich der Iman-Inhalte in Ordnung ist, das meint er damit. Und danach kümmert er sich um die Bewässerung, dann, wenn es nötig ist, und reinigt und pflegt die Erde, bereinigt und befreit sie von, wie gesagt, Unkraut, Ungeziefer und alles, was das Saatfeld ruinieren könnte. Und dann setzt er sich hin und wartet darauf und hofft darauf, dass Allah Ta'ala Dinge fernhält von dem Saatfeld, was nicht in seiner Hand ist. Zum Beispiel Ungewetter oder sonstiges Unheil, das nicht von ihm kontrollierbar ist. Jetzt kann er hoffen, richtig? Jetzt hat er auch nichts anderes mehr als zu hoffen. Bis dann seine Saat gedeiht und wächst, so weit wie sie wachsen kann. Und dieses Warten von diesem Mann nennt man Raja, das ist Hoffnung. Wenn er aber das Saatgut auf einer, wie gesagt, in einen Salzsumpf setzt oder irgendwo ganz hoch, wo gar kein Wasser hingelangt, oder er hat es an einer, ja, eine Stelle angebracht, wo es angebracht werden kann, aber danach nicht mehr darum gekümmert und wartet dann, wie gesagt, auf Ernte, das nennt man nicht mehr Hoffnung, das nennt man Al-Tamanni oder Al-Ghurur. Daher setzt er hier einen Leitsatz, eine Regel. Sagt, Ismur Raja, innama yasduqu ala intizari Mahmud, tamahadat asbabu. Das Wort Al-Raja wird nur für das Erhoffen und Erwarten von erwünschten Dingen genannt oder verwendet, deren Wege bereits eingeleitet worden sind. Wo man sämtliche Wege bereits eingeleitet hat und nichts mehr bleibt, was in den Händen oder in der Kontrolle des Menschen wäre. Dann nennt man das Ar-Raja. Alles andere, wie gesagt,
wird nicht so bezeichnet, wie Allah Ta'ala im Koran sagt, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابِ. Dann kamen nach ihnen Nachfolgen. Übrigens, ihr habt hier gehört, das Wort فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف. Ihr kennt das Wort خَلَف vielleicht. Schon mal gehört, خَلَف? Man benutzt es meistens, das Wort خَلَف, als Gegenteil von dem Begriff Salaf. Die Salaf sind die ersten drei Generationen des Islams und alle, die danach kommen, nennt man Khalaf. Unabhängig davon, ob sie der Ahlus Sunna zugehören oder nicht. Und unabhängig von ihrer yani, theologischen Richtung. Man nennt sie alle Khalaf. Aber die Sprachgelehrten sagen, das ist eine sprachliche Sache. Hier sagt Allah Ta'ala nicht Khalf, nicht Khalaf, sondern Khalf mit Sukun. Khalaf sind Nachfolger und Khalf sind Nachfolger. Gibt es einen Unterschied? Es gibt einen Unterschied. Man benutzt Khalf mit Sukun, wenn die Nachfolger tadenswürdig sind. Und Khalaf, wenn das nicht der Fall ist. Deswegen sagt er, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die die Schrift erbten von ihren Vorgängern. Sie greifen nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens und sagen, es wird uns vergeben. Das hat Allah Ta'ala im Kontext von Schmähung und Kritik erwähnt. Ma'ruf al-Karhi sagte, er sagte, رجاؤك لمن لا تطيعه خذلان وحمق. Hoffnungen, dass du Hoffnungen setzt auf jemanden, er meint damit Allah Ta'ala, dem du nicht gehorsam bist, das ist Scheiterung und Idiotie. Deswegen erwähnt Allah Ta'ala, er nennt die Eigenschaften jener, die berechtigt sind zu hoffen. Die Anrecht und Berechtigung haben zu hoffen. Wer sind sie? Er sagt in der Surah Al-Baqarah, innal ladina amanu, Nummer 1, Eigenschaft Nummer 1, jene, die den Iman verwirklicht haben. Und ihr wisst, wenn die Rede vom Iman im Koran ist, ist damit die Gesamtheit des Imans gemeint oder der Großteil des Imans. Innal ladina amanu, wal ladina hajaru, und jene, die die Hijra gemacht haben. Und die Hijra ist übrigens nicht nur das Verlassen des Landes. Es gibt mehrere Formen der Hijra. Ibn Dakhiq al-Eid erwähnte 6 oder 7 Formen der Hijra. Aber dazu gehört, zur Hijra gehört auch das Verlassen von dem, was Allah verboten hat. Richtig? Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Und die sich auf unserem Weg oder auf Allahs Weg abgemüht haben, ulaika yarjuna rahmatallah, sie sind es, die die Barmherzigkeit Allahs erhoffen. Und das Wort yarjun vom Raja. Hier ist nicht gemeint, dass nur diejenigen es sind, die die Hoffnung haben. Hier ist gemeint, weil es gibt auch andere, die Hoffnung haben, wie wir gesagt haben, auch wenn man das nicht Hoffnung nennen sollte. Hier ist einfach gemeint, sie haben das größte Anrecht, oder sie sind die Berechtigten zu hoffen. Warum ist eigentlich die Hoffnung lobenswert? Warum wird sie im Koran und der Sunna als etwas Lobenswertes dargestellt? Was ist das Gegenteil der Hoffnung? Verzweiflung, richtig? Hoffnung, das Gegenteil davon ist nicht die Furcht. Die Furcht ist ein Begleitzustand, in unserem Fall hier. Das Gegenteil ist Verzweiflung. Was hat denn die Verzweiflung für Nachteile für den Menschen? Sie hat Nachteile, unter anderem eines der größten Nachteile ist, dass sie veranlasst, dass der Mensch nur noch ruht. Ich meine mit Ruhen, dass er sich nicht mehr bewegt, nicht mehr handelt. Aus Verzweiflung. Er gibt auf. Oder? Wie die deprimierten Menschen, wenn sie aufgeben, nicht mehr handeln wollen, nichts mehr tun wollen zur Veränderung, was machen sie meistens? Einfach abschließen. Hoffnung bewirkt genau das Gegenteil davon. Hoffnung treibt dich zum Handeln.
Das ist, ihr seht das auch tatsächlich, ne, in der realen Welt. Wenn man gewisse lange Arbeiten vor sich hat, die anstrengend sind, mühevoll sind, aber man redet sich ein, dass man bald fertig ist, dass man nur noch ein wenig zu tun hat und dann hat man es geschafft. Das steigert doch im Menschen sein, wie nennt man das? Ja, seine Motivation, richtig? Es steigert seine Motivation. Umso näher er sein Ziel sieht, umso motivierter geht er an seine Sache ran. Und genauso ist es hier mit der Hoffnung. Die Hoffnung treibt zum Handeln, treibt zum Tun und motiviert dich. Daher hat auch der Prophet, das ist ein Nebenthema, hat vielleicht ein bisschen damit zu tun. Daher hat der Prophet, er sagte, naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an at-tasha'um, an at-tiyara. Und er sagte, at-tiyaratu shirk. Die Tiyara ist Schirk und er hat die Tiyara verboten. Was ist die Tiyara? Pessimismus. Pessimismus, wenn Sachen zu sehen und pessimistisch auf sie zu reagieren. Warum ist das schlecht? Warum hat er das verboten? Weil es den Menschen von seinen Zielen abhält, weil es ihn blockiert. Aber er hat den Fa'al nicht verboten. Er sagt, wo kann er yu'jibuhu al-Fa'al. Und der Fa'al hat ihm gefallen. Al-Fa'al ist optimistisch sein, wenn man Sachen sieht oder hört. Das, was man ein gutes Omen nennt. Den guten Omen hat er nicht verboten. Auch wenn gute Omen nichts bewirken, genau wie schlechte Omen, keinen Einfluss auf die Abläufe der Geschehnisse haben. Du siehst eine schwarze Katze, hat es irgendeine Auswirkung auf das, ja, auf die Geschehnisse dieser Welt, hat keine Auswirkung. Aber trotzdem hat es verboten. Warum? Weil es den Menschen blockiert. Es hält ihn von Handlungen ab, die er vielleicht tun sollte oder muss, die besser für ihn werden. Er will eine Reise vornehmen und sieht dann auf einmal fliegt ein Vogel von rechts nach links. Das war der Pessimismus der Araber übrigens. Und dann sagt er hier, geh wieder zurück nach Hause. Das ist ein schlechtes Omen. Vielleicht wäre diese Reise sehr wichtig für ihn gewesen. Vielleicht wäre sie vom Vorteil für ihn, für seine Familie, für seine Nation, für sein Volk. Der Fa'al bewirkt ebenfalls nichts. Das ist das Gegenteil von der Tiyara. Dass du hörst, wie jemand, du bist krank. Und jemand sagt, wo ist der Gesunde? Und dann, du hörst das und du weißt, dass du damit gemeint bist. Und du machst dir dann Hoffnung daraus, weil du etwas Positives gehört hast. Dass er das gesagt hat, wird er auch nichts an der Sache ändern. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Form der Omen nicht verboten. Warum? Weil sie den Menschen aufheitern, weil sie ihn motivieren, weil sie ihn bewegen. Ja, das nennt man Al-Fa'al. Deswegen übrigens nennen die, den Fa'al gibt es auch in der Sprache. Also diese positiven Omen, guten Omen, oder dieser Optimismus, ich nenne es mal so, ist auch in der arabischen Sprache verankert. Wisst ihr, jemand, der von einem giftigen Tier gestochen wurde, wisst ihr, wie man ihn im Arabischen nennt? Salim. Wisst ihr, was Salim heißt? Eigentlich, Salim ist jemand, der unversehrt ist, der Gesunde, wie Sahih. Eine große Wüste, die Wüste, in der man sich verirren kann und zugrunde gehen kann. Wisst ihr, wie man sie nennt in der arabischen Sprache? Mafaza. Mafaza ist eigentlich Ort des Glücks, Ort des, wie heißt es? Ort des Sieges. Das ist einfach Optimismus. Das hat wirklich Einfluss auf den Menschen, Sachen zu hören. Manchmal hört man Sachen, beispielsweise du hörst ein Lob von jemandem. Du hörst ein Lob von jemandem, Aufheiterung, und das motiviert dich tatsächlich. Genau das Gegenteil bewirkt das Gegenteil. Manchmal hört man Worte von Menschen, die negative Aussagen über dich, über deine Fähigkeiten, ziehen dich wirklich runter. Die ziehen dich tatsächlich runter. Naja, jedenfalls
Was wollte ich gerade sagen? Danach zitiert er hier einige Stellen aus dem Koran des Sunnah, die über die Vorzüglichkeit der Hoffnung des Ar-Raja handeln. In den Sahihain wird überliefert, im Hadith von Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah ta'ala sagt, das nennt man Hadith Qudsi. Sahih? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, in einem Hadith, Allah ta'ala sagte, das nennt man dann Hadith Qudsi. Die Hadith al-Qudsiya, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Hadith al-Qudsi und dem Koran? Und beides sind ja sozusagen Aussagen, die Allah Ta'ala zugeschrieben werden. Warum nennen wir den Hadith Qudsi nicht Koran in diesem Fall dann? Oder behandeln ihn wie den Koran? Nummer eins, eines der wichtigsten und größten Unterschiede, die mit der Überlieferung zu tun haben, des Hadith Qudsi in des Koran, dass der Koran Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe Mutawatir ist. Ja, das heißt, er wurde mannigfach überliefert. Jedes einzelne Wort wurde von Hunderten von Menschen in jeder Generation überliefert und weitergegeben, mündlich sowie schriftlich, dass jeder kleinste Fehler ausgeschlossen ist in der Übertragung des Korans. Daher siehst du die Ausgaben des Korans vom Westen bis Osten, Norden und Süden, wohin du auch gehst, immer dieselbe. Und keine Unterschiede. Also ich meine, wenn man von einer Qira ausgeht. Oder in den Masahif, yani. Der Al-Hadith al-Qudsi ist aber nicht so. Im Al-Hadith al-Qudsi gibt es Texte, die sind Mutawatir. Gibt es Ahad, gibt es Unmengen von unauthentischen Texten. Das ist eines der größten Unterschiede. Der zweite Unterschied, die Frage, die sich nämlich stellt, der Wortlaut. Der Wortlaut des Koran, das sind Allahs Wortlaute. Aber im Hadith Qudsi ist die Bedeutung yani von Allah Ta'ala vorgegeben oder angegeben, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das in seinen Worten formuliert, oder ist das auch der Wortlaut Allah Ta'alas? Darin sind die Muhaddithun, die Ulama sind sich darin uneinig. Also dann gibt es nebensächliche Ahkam, wo der Koran sich vom Hadith Qudsi unterscheidet, wie zum Beispiel, aber auch wenn wir davon ausgehen, dass der Wortlaut des Hadith Qudsi von Allah Ta'ala ist, darf man damit im Gebet, das im Gebet rezitieren, ist nicht möglich. Brauchst du für die Berührung des Hadith Qudsi den Wudu oder die Zahara, all das ist nicht der Fall. Jedenfalls, er sagt hier in diesem Al-Hadith al-Qudsi, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah ta'ala sagt, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi ma sha. Das heißt, ich behandle meinen Diener so, wie er über mich denkt. Ich behandle meinen Diener so, wie er über mich denkt. So soll er denken, wie er will. Das heißt, er wird mich finden, entsprechend seiner Vermutungen über mich, entsprechend seiner Hoffnungen, die er hegt, hinsichtlich meines Umgangs mit ihm. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, der bei Muslimen überliefert wird, er sagte, لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بربه. Wer auch immer stirbt, der soll seine gute Vermutungen über seinen Herrn hegen. Das ist auch übrigens eines der Gründe, warum die Ahlul Ilm sagen, dass der Sterbende im Zustand des Todes wir haben ja gesagt, am Anfang, dass Furcht und Hoffnung zwei Flügel sind. Wenn man das sagt, geht man davon aus, dass man immer so gleich sein muss, dass man ein Gleichgewicht einhalten sollte, was die Furcht und die Hoffnung angeht. Keines soll über das andere liegen. Das ist aber grundlegend die Situation, die kann sich aber mal ändern. Zum Beispiel hier in dem Fall des Todes,
soll er die Seite der Hoffnung erhöhen, mehren und seine Furcht lindern und senken. Es ist besser für ihn in dieser Situation. Ja. Dann zitiert er hier eine Aussage von Mujahid ibn Jabbar, ein Hadith, Tafsir-Gelehrter und Schüler des Ibn Abbas. Er sagte, يُؤْمَرُ بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Diese Aussage von ihm ist einfach nur ein Beispiel oder ich nenne es mal Erläuterung des Hadith, den ich eben zitiert habe von Abu Huraira. Ich behandle meinen Diener so, wie er über mich denkt. Er sagt, der Diener wird am Tag der Auferstehung zum Feuer geführt, befohlen, dass man ihn zum Feuer führt, zur Hölle führt. Und dann würde er sagen, مَا كَانَ هَذَا ظَنِّي بِكْ. Das waren nicht meine Vermutungen über dich. Und dann wird man zu ihm sagen, وَمَا كَانَ ظَنُّكْ. Und was war denn deine Vermutung? Was hast du denn gedacht, wie man mit dir umgehen wird? Dann sagte er, فَيَقُولُ أَنْ تَغْفِرَ لِي. Meine Vermutung war, dass du mir vergibst. فَيُغْفَرُ لَهُ. Dann wird ihn vergeben. Das ist nur ein Beispiel dafür. Ein Beispiel für diesen Hadith. Anschließend spricht er über die Hoffnung, wer sie am meisten benötigt und wie man sie erlangt, wie man sie bekommen kann. Aber das, denke ich, sollten wir im nächsten Dars machen. Ja, Achidawan, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.